Wie ich zum Islam gekommen bin, das ist eine sehr lange Geschichte. Und zwar, ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden und das Christentum hat mich dann gar nicht mehr befriedigt. Ich habe dann diesen Glauben abgelegt und habe gesucht. Ich habe gesucht in sämtlichen Religionen, die ich kenne, also vom Buddhismus übers Judentum. Und ich bin auf den Koran gestoßen. Und der eigentliche Ausschlaggeber, das ist mein Freund und junger Lehrer Munir. Er hat mich darauf hingewiesen und er hat mich total überzeugt davon. Welcher Bruder ist das? Der da, komm her, komm her. Komm her, bitte komm her. Komm her, du bist eine Hauptperson. Und hier soll man wissen, Alhamdulillah. Guck mal, ein normaler Muslim, der die Menschen die Wahrheit zeigen kann. Das ist auch die Antwort von allen. Bitte, Bruder, mach weiter. Ja, und der Munir hat mich darauf hingewiesen. Ich habe den Koran von ihm geschenkt bekommen, ein Exemplar. Ich habe ihn gelesen, ich habe ihn, will ich sagen, auch studiert. Ich habe im Internet recherchiert. Und bin zu der Überzeugung gekommen, dass der Koran die wahre Religion ist.